Jade. Jade ist ein Edelstein, der bekannt ist für seine besonders grüne Farbe. Jade ist, als Edelstein wurde besonders von den Chinesen geschätzt. Jade ist ein Stein, der auch Namensgeber ist für eine bestimmte Grünschattierung. Jade zählt zu den ältesten Heilsteinen überhaupt. Jade ist auch die Bezeichnung einer ganzen Familie von Edelsteinen. Jade wurde in China verwendet, schon vor 8000 Jahren, aber Jade wurde auch von den Ureinwohnern Mittelamerikas als Heilstein gegen Nierenerkrankungen. Und deshalb, daher kommt auch der Name Jade. Jade ist ein spanischer Ausdruck und heißt Nierenstein, also ein Stein, der gut ist gegen Nierenerkrankungen. Wird auch als Nephrit bezeichnet. Nephrit hat auch etwas mit Niere zu tun. Jade ist also ein sagenumwobener Heilstein. Jade ist gut für Harmonie und Gleichgewicht. Für die menschliche Seele soll Jade helfen für Lebenslust, Freude und Aufgeschlossenheit. Jade gilt auch als ein Stein, um abzuschalten, ruhig zu werden und innezuhalten. Jade ist also ein ausgleichender Stein. Jade hilft für Ausgeglichenheit, für innere Ruhe. Und aus dieser Ruhe kann auch wieder Liebe entstehen. Und es heißt auch, dass durch den Heilstein Jade Liebe entstehen kann, eigene Harmonie strahlt auf die Umgebung aus. Jade soll auch helfen, über Ängste hinauszukommen und so hilft Jade insgesamt zur Ruhe zu kommen. Jade kann verwendet werden als Stein, als Körperschmuck. Jade kann helfen als Edelsteinwasser. Wenn man Edelsteinwasser haben will, dann nimmt man einfach Wasser und legt dort den Edelstein hinein. Man kann also den Edelstein direkt ins Wasser legen. Der Edelstein Jade ist für direkten Kontakt mit Wasser geeignet. Man kann Jadewasser auch als Tee verwenden. Man setzt Jadewasser an und erhitzt dann das Wasser, allerdings ohne den Stein, und ergänzt es mit verschiedenen Kräutern. Man sollte Jade nicht in heißes Wasser bringen. Jade kann man auch in ein Reagenzglas legen, um anschließend den Jadestein im Reagenzglas ins Wasser hineingeben. So strahlt er dann seine Energie aus. Das Jadewasser hat eine milde Wirkung und man kann eben Jade auch nehmen als Heilstein, zum Beispiel als Kettenanhänger oder auch in seine Tasche legen oder während der Meditation in die Hand nehmen. Jade soll auch helfen bei der Meditation, das Herzchakra anzuregen und das Stirnchakra. Und manche sagen auch, wenn man Jade auf das Svadhisthana-Chakra bzw. auf das Schambein legt während der Meditation, dann kann die Sexualität angeregt werden. Sternzeichen Jade. Man gibt der Jade oft das Sternzeichen Krebs und auch Waage zu. Waage wirkt ausgleichend, Krebs steht für die Emotionen und der Jade-Edelstein will helfen, dass die Emotionen harmonisiert werden und auch Ausgleich zu anderen Menschen hergestellt wird. So kann man Jade dem Sternzeichen Waage und Krebs zuordnen. Ja, soweit zum Heilstein Jade, zum Edelstein Jade, zum Mineral Jade.